Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, Gewalt und Religion ist ein ziemlich heißes Thema zurzeit. Und es stellt sich dann immer auch die Frage, ja, gibt es auch, ist das vereinbar, Christentum und Gewalt? Und meistens werden dann all die Sünden der Kirchengeschichte aufgezählt, aber wir vergessen dabei, dass es Sünden sind. Es ist nicht zwar genuiner Bestandteil der historischen Abläufe, aber nicht genuiner Bestandteil des Evangeliums. Und wenn wir die Frage beantworten müssten, und wir neigen heute eher zum anderen Extrem, mit Gewalt haben wir nichts zu tun. Das ist ein bisschen schlicht, wie wir oft dann schlichte Gemüter spielen und wundern uns, dass es uns irgendwann auf die Füße fällt. Natürlich kennt Christentum auch Gewalt. Aber in einer sehr feinen Unterscheidung, nämlich eigentlich nur die Gewalt gegen sich selbst. Und davor haben wir ein bisschen Angst. Es ist spannend, wie die Väter diese Stelle hier, wenn Jesus über Johannes den Täufer spricht, wie die Väter das auslegen. Mit dem, die Gewalttätigen reißen das Himmelreich an sich. Mit Gewalt. Die Väter mögen diese Stelle sehr. Es ist immer interessant, dass, wenn man da nachschlägt und nachliest, dass bei den ganz bei uns so eingefahrenen Stellen, die wir besonders schön finden und schätzen, die Väter kaum etwas dazu sagen. Und die ganz schwierigen Stellen, um die wir eher einen Bogen machen, Umleitung, die würden wir am besten ausradieren, weil die gibt sicher einen Professor, der sagt, das ist nicht ursprünglich, die kommentieren die Väter sehr intensiv. Sie sagen, ja, wenn man das Himmelreich, wenn man zum Himmelreich gehören will, muss man so leben wie Johannes der Täufer, nämlich sich selber Gewalt antun. Ich weiß, das klingt nicht schön für uns. Aber wir verstehen es eigentlich sofort. Deshalb machen wir so eine große Umleitung drumherum. Erinnern Sie sich, wann Sie beim letzten Mal versucht haben, eine ihrer schlechten Angewohnheiten, ich meine, sofern sie sowas haben, aber wenn ich das von mir her sagen soll, auch nur ein bisschen zu ändern. Ich nehme mir das immer vor, ich habe die besten Vorsätze und es klappt nie. Oder einmal halb und dann ist es wieder so wie früher. Das geht nur, indem man sich Gewalt antut. Und anders, sagen die Väter, wird es keinen Zugang zum Himmelreich geben. Wenn wir die Verheißung, diese schönen Texte jetzt von Jesaja ab Kapitel 40, natürlich sind die vorher auch schön, aber die sind besonders intensiv hören. Ja, wie glauben wir denn, wie in der Wüste eine Oase angelegt wird? Wir erleben das doch an den großen Baustellen. Man muss nur ein Stück Autobahn fahren, um zu sehen, wie da ganze Berge abgetragen werden und anderes aufgeschüttet. Und das hält uns natürlich auf. Aber dann sieht man, wie da der Umwelt und dem ganzen Umfeld Gewalt angetan wird. Sonst wird es eben nicht. Und hier ist nicht von Autobahnen die Rede. Hier ist vom Advent die Rede, vom Kommen Gottes, vom Kommen seines Reiches, das er selber bringt, er selber baut, nicht wir. Aber wir sollen dafür bereit sein, dass er kommt, dass er mit seinem Reich kommt. Ohne gewisse Gewaltmaßnahmen, und zwar nicht nach außen. Das ist die christliche Unterscheidung. Gewalt, die wir nicht anderen antun oder mit Gewalt etwas durchsetzen wollen, das ist kein christlicher Weg. Sondern Gewalt, die sich gegen uns selber, wir sind ihm diese Woche schon begegnet, diesem alten Adam in uns oder der alten Eva, der muss man manchmal Gewalt antun, damit der neue Mensch, Christus, in uns wachsen kann.